HK-Moderatoren Steven Gätlin kämpft, Viviane Göpertz deletiert. Steven Gätlin steht am roten Teppich und versucht verzweifelt die Stars ans Mikro zu bekommen und ihnen dann auch noch möglichst interessante Fragen zu stellen. Sie haben es nicht leicht, die ProSieben-Moderatoren bei den Oscars in Los Angeles. Michael Michalski soll die Kleider der Promis bewerten, allerdings ganz offensichtlich, ohne dabei zu kritisch zu werden, weil das in Zeiten von Raute Method tatsächlich problematisch werden könnte. Und dann ist da noch Viviane Göpertz. Die steht irgendwie den ganzen Abend da, als hätte sie sich heimlich auf eine Party geschmuggelt, obwohl sie ganz genau weiß, dass sie da nicht hingehört. Mit Michalski über Kleiderfachsimpeln? Mehr als schön, hübsch oder toll fällt ihr als Bewertung nicht ein. Dazu erfindet sie spontan Farben. Ist das Gampagner weiß? Menes, das ist weiß. Gampagner weiß gibt es nicht, oder gibt Michalski falschen Namen vor? Michalski, die heißt doch Mturmand, Göpertz, nein. Das ist teilweise wirklich schwer zu ertragen und man freut sich fast ein bisschen, wenn sie den Zuschauer zum gefühlt 20. Mal in eine ganz klitzekleine Pause verabschiedet. Da sieht man dann doch lieber Steven Gätlin dabei zu, wie er verzweifelt den Stars hinterher ruft und nur mit ansehen darf. Wie ein Promi nach dem anderen lieber über die Expressspur in den Saal läuft, anstatt dem deutschen TV-Publikum Hallo zu sagen. Ein Security-Debakel, wie sein Promi-Fänger, Scott Olem von der Hollywood Foreign Press, beteuert? Oder wollen die Stars Fragen nach Raute Method und Schusswaffen ausweichen, wie Olem 5 Minuten später erklärt? So sehen wir auf jeden Fall teilweise minutenlang zwei Männer rücken, deren einer uns erzählt, welche Promis gerade wieder an ihm vorbeigelaufen sind, während der andere Sandra, Saoirse, Colombo, ruft. Es ist jedes Jahr das gleiche Spiel. Und jedes Jahr fühlt man sich als deutscher TV-Zuschauer wieder wahnsinnig provinziell. Das kleine, unbedeutende Land, das nicht wichtig genug ist, um ernst genommen zu werden. Vielleicht sollte sich ProSieben für die Zukunft überlegen, lieber komplett die Pressure der amerikanischen Kollegen auszustrahlen. Da sind die Fragen zwar auch nicht origineller, aber es kommen wenigstens relevante Personen, die sie beantworten.